eine große Gruppe von Umweltaktivisten hat sich dafür ausgesprochen, in massivem Umfang Kernkraftwerke zu bauen, weil anders das Klima nicht zu retten ist. Eine Meinung, die ich seit Jahrzehnten vertrete. Und es sind da besonders im Gespräch neue Reaktortypen. Sie werden vielleicht gehört haben, Bill Gates beteiligt sich ja auch an solch einem Projekt, die auf flüssigem Brennstoff basieren. Da kann es schon mal keine Kernschmelze geben, weil das sowieso schon flüssig ist. Und im Fall der Gefahr kann der Brennstoff einfach abgelassen werden, verdünnt sich ja dann und die Kettenreaktion wird eingestellt. Es war eine große Schwierigkeit in Fukushima an die Brennstäbe heranzukommen und diese Schwierigkeit entfällt völlig. Und ferner haben diese Reaktoren den Vorteil, dass sie keine langlebigen radioaktiven Stoffe hinterlassen. Man käme mit einem Zwischenlager aus und so sind eigentlich die grünen Bedenken alle erledigt. Das ist natürlich für die Grünen eine traurige Nachricht, denn die leben davon. Nicht? Die Anti-Kernkraft-Hysterie hat diese Partei groß gemacht und wenn diese Hysterie beseitigt ist, dann fehlt für diese Leute eigentlich jede Existenzberechtigung. Diese neuen Reaktoren können also auch der Treibstofferzeugung dienen. Die Kühlung bei einem deutschen Projekt soll über flüssiges Blei erfolgen. Sie sehen schon, das sind also Ansprüche, technologische Ansprüche, die man wirklich an eine Hightech-Nation nur stellen kann. Ganz anders als Windmühlen. Nicht? Jeder Idiot kann eine Windmühle bauen und da also irgendwie den Weltmarkt beherrschen zu wollen, ist absoluter Schwachsinn. Mit den Solarzellen war genauso Blödsinn. Ist ja alles längst gescheitert. Die ganzen grünen Chefs bei Bosch, der man nach Milliardenverlusten musste gehen, bei Siemens nach Milliardenverlusten musste gehen. All die grünen Spinner haben nur Milliardenverluste verursacht und im deutschen Bundestag diese Entscheidung zur Energiewende ist praktisch 1000 Milliarden Fehlentscheidung. 1000 Milliarden sind also jetzt schon verdonnert. Wenn wir das weiter betreiben, werden es noch mehr werden. Da gab es also eine kleine witzige Anekdote. Es gab da von Grünen einen Preis, Green Tech Award, den hat dann ausgerechnet über Facebook-Abstimmung ein neuer Kernreaktor, dieser Dual-Fluid-Reaktor gewonnen. Das war natürlich nicht im Sinne der grünen Truppe, die waren entsetzt, haben gleich rückwirkend die Satzung geändert und den Preis verweigert. Ist vor das Kammergericht gegangen, die haben also wieder den Kernkraftmenschen wohl recht gegeben und jetzt gehen die wohl in die Berufung. Das ist der Stand der Dinge. Die sind also selbst dazu nicht so richtig in der Lage, so einen Preisausschreiben zu machen. Es gab übrigens früher vor Tschernobyl, das ist ja ein Hauptargument der Grünen, vor Tschernobyl gab es also unter westlichen Kernkraftexperten die Frage, woran erkennt man einen Matrosen der Nordmeerflotte in der Sowjetunion? Antwort, weil er im Dunkeln leuchtet. Also man wusste, dass die Sowjetunion auf Sicherheit und auf ihr Personal überhaupt keinen Wert legt. Das war denen alles wurscht. Hauptsache, ihr Machtanspruch wurde durch diese Kraftwerke und in dem Fall für Atom-U-Boote, der Machtanspruch wurde aufrechterhalten. Und diese Erklärung der Grünen, dass westliche Fachleute Tschernobyl für sicher erklärt hatten, ist natürlich massiv falsch. Die konnten das gar nicht beurteilen, weil die gar nicht in sowjetische Kernkraftwerke rein durften. Aber es gab Gerüchte, dass es schon längst Unfälle gegeben hat, dass die aber, so wie Tschernobyl, dass das aber vertuscht wurde, denn es gab ja riesige Gebiete in der Sowjetunion, da durfte man überhaupt nicht reinreisen. Also es ist massiv falsch, wenn die Grünen sagen, Tschernobyl hätte irgendein Fachmann gesagt, dass das sicher wäre. Sie könnten ihn ja leicht jetzt aus Nuclear Science oder so irgendeinen Artikel zeigen, können sie nicht. Es gibt keinen solchen
Fachmann, der das je gesagt hätte. Idioten gibt es immer, die irgendwas erklären. Vielleicht hast du Politiker gesagt, aber bestimmt kein Kernkraftfachmann. Wie gesagt, die wussten ja gar nicht was. Und wir wissen inzwischen, dass auch die sowjetischen Kernkraftfachleute gewarnt haben vor dem Typ Tschernobyl. Es durfte aber in der Sowjetunion nicht veröffentlicht werden. Warum sagen die Grünen das? Warum lügen sie so penetrant? Weil sie sich scheuen vor dem Urteil der Fachleute, die sagen, heute sind Atomkraftwerke sicher, die modernen Atomkraftwerke sind sicher. Dieses Urteil darf nicht gefällt werden. Und deswegen sagen sie, die Fachleute, die haben ja bei Tschernobyl schon was Falsches gesagt. Und jetzt sagen sie da, die haben damals falsch und jetzt falsch. Die haben damals richtig gesagt. Und wenn die heute sagen, modernes Kernkraftwerk ist sicher, dann ist es heute auch wieder richtig. Das ist aber natürlich der Todesstoß für die Grünen. Deswegen auch mit Fukushima hätten angeblich auch westliche Fachleute. Dabei steht schon in der Betriebsanleitung, das ist sicher bis Tsunamis von 3 Meter Höhe, darüber gibt es keine Garantie. Aber es wird gelogen, es wird ratenhaft gelogen. Übrigens, als Begründung für die Ablehnung dieses Nuclear-Dual-Fluid-Reaktors, da schrieb dieser grüne Fachmann, der da also für Green Tech Award mitvergab, ja, die 19.000 Tote durch das Atomunglück von Fukushima, die sind so bescheuert, die glauben mittlerweile ihre eigenen Lügen. Die sind derartig im Rausch ihrer Lügen befangen, dass sie mittlerweile sich selber glauben. Man fasst es nicht. Man muss ihnen ja irgendwie muss man denen helfen.